Uttanodharasana ist die Stellung des aufgerichteten Bauches. Im engeren Sinne ist Uttanodharasana die folgende Stellung, die Raffaella vormacht. Lege dich auf den Rücken, beuge die Knie, gib die Füße etwas auseinander, fasse mit den Händen an die Fußgelenke, gib den Scheitel auf den Boden und hebe den Bauch so hoch, wie du kannst. Dieser Uttanodharasana wird beschrieben in Garotes Buch Encyclopedia of Traditional Asanas. In einem weiteren Sinne kann man als Uttanodharasana alle Stellungen bezeichnen, wo der Bauch oben ist. Zum Beispiel Setu Bandhasana Grundstellung, die Raffaella gerade zeigt, oder auch Chakrasana, das Rad, wo du die Hände neben die Ohren gibst, Arme ausstreckst und Brustkorb und Kopf hebst. Auch die schiefe Ebene, die Gegenstellung zur Vorwärtsbeuge ist auch eine Form mit erhobenem Bauch, kann also auch als Uttanodharasana bezeichnet werden und insbesondere in der Variation mit gebeugten Knien, wo die Füße etwas näher sind, ist der Bauch besonders hoch. So ist auch das Uttanodharasana. Es ist gut, den Bauch nach oben zu heben und auf diese Weise Bauch, der ja auch die Sonnenenergie symbolisiert, mit der Sonnenenergie des Himmels zu verbinden.